Das sind ja nicht meine Schuhe, meine waren enchanted. Oh, dann habe ich gerade die falschen an. Ja, sorry. Ja. Dann brauche ich, fehlt mir meine meine Spitzhacke und meine Schaufel in dir? Ich hab nichts mehr. Das ist Müll, das ist Müll. So, das ist... ich musste mal ganz kurz raustappen und Justin Ticken leiser drehen. Danke. Nein. Das fehlt jetzt auch noch, da hinten sind Villagers. Also eine Schaufel habe ich nicht dazwischen gehabt. Hör zu, Zweck! Okay. Dann habe ich ja großteilig alles wieder. Ich habe keine Pfeile mehr, wow. Ich habe 12. Ich habe 3. Ich habe keine. So, ich mache jetzt erstmal meine Aufgabe wieder weiter. Ja, und ich muss mein Haus entwuchern. Warte, ich habe noch was von dir, fällt mir gerade mal auf. Ja. Weil ich weiß, dass ich das nicht mit hatte, weil ich das nicht esse. Was? Kartoffeln? Ja, ich bin hier bei Ike's Haus. Ey, ich war aber nämlich auf Steaks. Ah, ja, ich bin gesund. Ja, ich doch auch. Ich esse Steaks. Ja, wie ich heute gelernt habe, alles, was man in Maßen isst, ist gesund. Alles, was man in Massen isst, ist gesund. Ja, kann ich bestätigen. Maßen. Massen? Ja, sag ich doch. Ich mag dich nicht. Allein einfach so forsch zu sagen, ich mag dich nicht. Da bin ich gut. Ja, weil du nicht wirklich viele Wortwahle. Nee. Jo, Pillager sind auch außer Gefecht. Justine! Du hast jetzt kein Soul Sand gefunden, richtig? Nee. Nur diese Magma-Blöcke halt. Ja, das war halt die Insel, wo ich gestorben bin, deswegen habe ich es gleich mal mitgebracht. Allein, warte mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Das waren jetzt die Pillager. Oh mein Gott, ey. Justine, wo du sein? Warum? Kommen Sie bitte einmal zu den Essensfeldern. Oh nein. Was habe ich angestellt? Allein, oh nein. Ich musste erstmal kotzen. Ich habe einen Darko angeguckt. Ich bin auf dem Weg. Der wollte mich schauen und kriegt mich nicht. Also, jeder, der jetzt zum Dorf fährt oder im Dorf ist, hat Pech. Warum? Ich habe noch ein Minecart von dir, Justin. Nimm das da mal. Da du so selten da bist, das gebührt dir die Ehre. Hui, super. Wer hat denn den Weg hier so kacke gemacht? Ich. Was ist sein Haus? Der verlief vorher einmal schräg durch mein Haus durch, deswegen hab ich den eben umgesetzt. Das sieht aber so kacke aus, da mach ich wenigstens so eine Kurve rein. Ja, okay. Ja. Da hoch mit dir. Du darfst entzünden. Ich darf entzünden. Allein und der jetzt am wenigsten Tode hat, darf reingehen und gucken, ob die Ding schwebt. Ich habe Bauressourcen, hab Bauressourcen dabei, um es zuzubauen zur Not. Ich muss dann erstmal den Properties den Nether anschalten. Scheiße! Ich hab den Nether noch deaktiviert. Scheiße! Ich steh, das ist mir gerade bei Ike's Mathe drin, dass das aus ist, oder? Steht drin, dass das aus ist. Du kommst einfach nicht in den Nether rein. Steht drin, oder? Nee, du bleibst die ganze Zeit nur im Portal stehen. Scheiße, ich wusste, ich hab was vergessen. Eine kleine Fail-Folge. Und wie lange dauert es denn da? Du aktivieren? Ich brauche Server. Du kannst mal die. Ich meine, das müsste funktionieren, wenn du die Properties einfach umschreibst und Server Route eingibst hier im Chat. Ja, Moment, ich muss die Mending-Angel wegpacken. Also Reload eingeben. Wie will das mit Plugin? Ja, Moment. Warte, wieso hat eigene Mending-Angel? Weil ich die gefunden habe, wo ich auf der Suche nach Soul Sand war.
Schon wieder so ein Lacker, ey. Komm, ich bin gestorben. Ich darf das heute mal haben, das Lack. Ja, aber du warst zu dem Erkunden, findest auch noch geile Sachen. Du, das war in so einem Unterwasserding, wo der Typ sie mit dem Trident gespawnt ist. Und was kann ich dafür? Ist doch klar, dass man da gleich reinguckt. Das hättet ihr auch gemacht. So. Ja, aber wir sind ja gar nicht Erkunden gewesen, weil wir es nicht gedurft hätten. Ich war ja auch nicht wirklich Erkunden. Ich war ja in dem Dorf, wo wir erst waren, wo wir die Villager eingesperrt haben. Ich muss ganz kurz aus dem Game tabben, so ich werde Standbild haben. Kannst du trotzdem irgendwer hinlegen, sonst haben wir was. Ich bin rausgetappt, ich kann mich nicht hinlegen. Ich kann mich hinlegen. Und wenn ich dort so eine ganz ehrlich, wärst du auf dem Weg dahin gewesen? Ich hätte es klar auch gelootet, ja. Siehst du? Ja, ich gönn's dir auch, aber trotzdem ärgert's mich. Du, also und es ist ganz ehrlich, es ist eine Mending-Angel. Ich kann die euch dann sogar ausleihen zum Angeln, weil die repariert sich ja automatisch. Ja, ist eigentlich beim. Du leckst gerade. Ich höre gar nichts mehr. Ich glaube, da ist sein Internet weg. Eigentlich bei euch auch so abgehackt? Fragezeichen. Das bist du? Das bist du, der so abgehackt ist. Justin, du hast noch meine Hose. So, nochmal. Du aber meine. Nochmal ja, für die nochmal für die Zuschauer. Ich habe jetzt Standbild, weil ich rausgetappt bin, weil ich den NASA gerade anschalte. Dako, das ist doch richtig. Die große Mannschaft oder? Bin mir selbst nicht sicher. Ich meine, ich hätte einen Enchanted gehabt, aber ich war mir auch nicht sicher. Die Hose hat Protection 3 und Unbreaking 3. Nee, derjenige, Schutz der die hat, gehört CO2. Ja, Protection und Unbreaking, ja. Sagt er doch. Ach, ja, sorry, ich spiele auf Deutsch. Ich konnte Protection gerade nicht übersetzen. Ja, du leckst so hart. Ja, extrem. Nee, er schlägt ein Skelett, was nicht mal mehr an der Stelle steht. Also, ganz ehrlich, selbst S-Punkt so. Hat nicht so robohaft geleckt wie Justin gerade. Ich bin wieder in Game. Rose. Hier ist deine. Hier ist deine. Jetzt ärgere ich euch. Ne, warum? Gib doch einfach. Ui. Genau deswegen. Was? Ruckelfahr. Oh, guck mal, drück mal bitte Tab. Uiuiui. Alter, oh. Deine Verbindung Alter, ist ja für den Arsch. Rennt ihr jetzt alle schnell ab zum Nähte? Nee. Ich bin der Einzige dort. Ich habe ja genug Blöcke dabei. Ich werde mich jetzt in den Nether verpieseln. Ich sag's dir so, wie es ist. Ich gehe jetzt da rein. Gucken erstmal, ob es klappt. Ne, ich muss den Server neu starten. Dann wartest du bitte kurz. Das mache ich dann nach der Folge. Dann mache ich jetzt in der Folge was anderes. Es sind noch 12 Minuten, also habt noch Zeit. Ich versuche mal mein Internet in der Zeit ins Griff zu bekommen. Boah. So, Teilweise schon traurig. Luck Office C3, Unbreaking 3, Mending. Und ich habe Videobeweis, dass ich die in der Kiste gefunden habe. Ich glaub's dir ja auch. Naja, und dir ist nicht zu glauben. Ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die dann denken, oh ja, nee, das hat er sich gegeben im Creative und so. Hey, du bist in Creative dahin geflogen, hast das Ding wieder, hast sie da reingepackt, hast sie danach wieder zugebaut, nur damit du jetzt sagen kannst, dass du sie wieder gefunden hast. Nur, deswegen steht ja und vor allem. Jetzt muss ich gerade gucken. Es steht halt einfach mal nicht mehr im Chat, wann ich gestorben bin. Aber ich könnte halt auch beweisen, dass Ike nach mir auf den Server gejoint ist. Er kann ja zwischenzeitlich den Server einmal kurz hochgefahren haben und den platziert haben. Hat er ja auch. Er hat ja die Preise umgeändert. Nee, ja, aber... Das ist jetzt eigentlich nicht besser. Aber jetzt in der Zeit, wo ich die Mending-Angel gefunden habe, wart ihr alle auf dem Server. Ich, ja... Wie soll ich da den Server neu starten? Das hättet ihr ja dann alle mitbekommen.
Nee, bevor du auf den, bevor heute der Server online gegangen ist, hast du ihn kurz angemacht, die, dass die Sachen platziert und dann halt schnell ausgemacht und dann jetzt dahin gefahren. Also mal ganz ehrlich, denkst du, da würde ich mir eine Mending-Angel dahin machen, da würde ich mir eine Instant-OP-Angel da reinlegen? Ach, die hat nur Mending ja drauf. Die hatte wirklich nur Mending drauf. Das würde ja auffallen, Nike. Und ich habe die jetzt mit einer Luck of the C3 und Unbreaking 3 verzaubert. Noch dazu. Also gut, man könnte aber halt damit, ja genau, man könnte ja damit argumentieren, du wusstest, dass du es zu Hause hast, aber ja, ganz ehrlich. Aber du, die Ecke dort war noch gar nicht erkundet von uns, wo ich dort lang bin. Ja eben, das kritisiere ich ja auch ein bisschen, dass du nicht denselben Weg gegangen bist. Mimimi. Und Darko? Nein, vergessen, ja? Hier müsste man eventuell auch mal ausleuchten, damit nichts passiert. Und dort musst du noch ein Fans draufsetzen. Die kommen auf den Viertelblock hoch und gehen hier rüber zu den anderen Schafen. Okay. Deswegen, ich hab alle schon aus meinem Inventar getan, nicht mal mehr Leinen hab daher. Ich hab mal eine Frage. Ist gerade eigentlich das besser wieder? Nicht wirklich. Naja, du hast zwar drei Striche jetzt, aber sprachtechnisch gesehen. Ist es noch nicht gut. Könnte besser sein. Hm. Naja, ich habe jetzt alle Anmeldungen geschlossen, die Internet ziehen. Im Hintergrund. Hey, bist du über LAN dran gestöpselt oder Handy? Ich überbrücke oder ich umgehe meine Internetsperre gerade mit Hotspot. Ja gut, dann ist es kein Wunder. Dann ist es echt kein Wunder. Nein, es ist ein Wunder, wenn er es über Handy macht, weil ich bin dauerhaft über Handy drin. Also ich. Bei mir gibt's keinen anderen Zustand außer Handy-Hotspot. Hä? Ja, bei mir. Hast du kein Ladekabel? Nein, ich hab keinen Router. Was? Hä? Ja, es gibt Menschen oder Leute, die haben kein Internet zu Hause, die können sich's halt einfach nicht leisten. Nee, das ist nicht das Problem. Ich hab mich mit Unity Media verkracht. Dann geht so was anderem. Ich werde jetzt nicht in der Folge auf. Ja, nee, das gehört hier nicht her. Aber ich habe halt ein Problem, dass mich nicht unbedingt viele Leute gerade haben wollen. Ja, nö, okay. Dann ist ja okay. Muss ja auch nicht breit getreten werden. Meine Frage, hat jemand ein bisschen was an, hat jemand drei Gold-Ingots? Wer hat das nicht? Also, ich und Darko haben definitiv sehr viel Gold. Nee, am besten vier. Kann mir jemand vier Gold-Ingots leihen? Oder geben? Ja, leihen ist besser erstmal. Komm her. Ich bin gerade im Enchantment Room. Ja, ich komm dahin. Darko? Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte. Ich kann ja mein Handy kann ich ja im WLAN lassen und über Kabel dann mein Computer Internet geben. Kann man es eigentlich mal gut aushalten. Trotzdem ist es, du hast ja eine unterbrochene LAN-Verbindung, damit ist es scheißegal. Ist trotzdem schlecht dann. Wie meinst du eine unterbrochene LAN-Verbindung? Du hast nicht vom Router ausgehend durchgehend LAN-Verbindung. Mit dem Evernet habe ich auch keine durchgehende LAN-Verbindung. Das ist aber eine durchgehende LAN-Verbindung. Es fällt unter die Kategorie durchgehende LAN-Verbindung. Okay. Das nennt man auch wirklich so, witzigerweise. Ja. Naja, aber so als Notlösung, weil man noch gerne weiterspielen kann, kann man es nehmen. Also. Ja, aber dann sollte man nicht so unbedingt reden mit Leuten. Ja, das ist ein anderes Argument. Ich bin Nether ready. Willst du den restlichen. Justin? Nee, kannst du behalten. Was ist? Wieso hat T2 ein Goldhammer, wo du jetzt? Für Nether? Was wollte der jetzt? Warum ein Goldhelm? Du sollst sneaken beim Abbauen. Weil doch jetzt diese Viecher im Nether gibt's, die doch dich angreifen, wenn du keine Gold, irgendein Goldsachen an dir trägst. Mir fangen gerade die Namen nicht ein. Pickens. Danke. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und wenn du damit keine.
wenn du damit keine Goldrüstung, du musst mindestens einen Goldrüstungsteil tragen. Wenn du das nicht tust, greifen die dich an. So wie, wenn du eine Kiste öffnest oder eine Schalker-Kiste, alles quasi mit Inventar. Trichter ausgenommen. Alles, was du kannst, weil Inventar ist nicht richtig, weil du kannst zum Beispiel Ofen, Dispenser und sowas öffnen. Ja, genau. Alles, genau, alles, was du storen also kannst, dann... Kiste, Trap Chest, Minecart mit einer Chest, Schalker Boxen. Und ich... Nee, es gibt ja keine Schalker Boxen, also das müsste es gewesen sein. Und wenn du Gold abbaust, die Golderze dort, dann werden sie auch schnell Akku auf dich. Und da ich keine Ahnung habe, in was für ein Biom wir spawnen, habe ich mir jetzt ein Goldteil gecraftet. Und ich hatte als erstes überlegt, Schuhe zu machen, habe mich aber dann für den Helm entschieden, weil auf meinen Diamantschuhen Blast Protection 2 und Feather Falling 3 drauf ist. No. So, dann beende ich die Folge hier mal nach 15 Minuten, dann werde ich meinen Server neu starten.